Angelo Kelly machte seiner Ehefrau am Muttertag eine rührende Liebeserklärung. Doch auch seine Kinder kommentieren die Porträtaufnahme ihrer Mama mit seltenen Worten. Auf dem Instagram-Account von Angelo Kelly, 40, lassen sich viele Familienaufnahmen und Schnappschüsse seiner 5 Kinder finden. Liebespostings mit Ehefrau Kira, 42, sind hingegen eine Seltenheit. Zum Muttertag am 8. Mai 2022 veröffentlichte der Sänger jetzt allerdings eine Porträtaufnahme seiner Partnerin und nutzte die Plattform, um seine Liebe auszudrücken. Auch 2 der Kinder des Paares äußern sich in den sozialen Medien. Angelo Kelly, meine liebe Schnecke. Meine liebe Schnecke, du bist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch die wundervollste Mutter, die ich mir für unsere Kinder wünschen könnte, schreibt der fünffache Vater zu dem Porträtfoto im Grünen. Dahinter setzt der 40-Jährige ein I love you sowie ein Küsschen-Emoji. Der gemeinsame Sohn Gabriel Kelly, 20, schwärmt, die schönste Mama der Welt. Tochter Helen lässt sich ebenfalls zu einem Kommentar hinreißen. Mann, habt ihr aber auch einen guten Fotografen? Meint sie und verrät damit offenbar ganz nebenbei, dass sie für die wunderschöne Aufnahme verantwortlich ist. Angelos und Kiras Liebesgeschichte, Treffen als Straßenmusiker. Seine Frau und Jugendliebe Kira heiratete Angelo im Jahr 2002, zusammen haben sie die Kinder Gabriel, Helen, Joseph, Mary und William. Vor 30 Jahren habe ich mit meinen Geschwistern Straßenmusik gemacht und dabei meine Kira kennengelernt. Heute haben wir das große Glück, 5 tolle und gesunde Kinder zu haben. Danke Warnemünde, schrieb der Musiker Anfang Januar dieses Jahres zu einer Familienaufnahme. Eine unendliche Liebe, die sich schon im Kindesalter entwickelte, wie der Sänger einst in der Vox-Sendung Ein Sommer mit der Kelly Family erzählte. Das allererste Liebeslied, das ich für Kira geschrieben habe, hieß Once in a While. Diesen Song habe ich geschrieben, als wir Warnemünde gerade verlassen haben und mit diesem Glücksgefühl habe ich diesen Song geschrieben, erklärte er in der Sendung.